Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserer FIFA 15 Ultimate Team Serie, der neue Bomber. Ja, versuchen mit Thomas Müller so viele Tore wie möglich zu schießen und wir sind aktuell bei 52 auf diesem Müller plus 4 bei dem alten, den wir vorher hatten, sind wir bei 56 Toren, wenn ich mir 56 Tore, ja genau, wenn ich mich nicht verrechne. Und ja, schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Zuletzt haben wir, glaube ich, mit dem Fitness-Team gespielt. Beziehungsweise mit dem Mix aus der spanischen Liga und dem Götze und dem Müller hier auf den beiden Positionen. Und ja, ich würde sagen, wir suchen gleich mal einen Gegner und dann schauen wir mal, was so abgeht. Mal kurz gucken hier. Wir sind aktuell noch in Liga 4, haben ein Spiel schon gewonnen. Das heißt, 9 Spiele sind noch verbleibend und schauen wir mal, ob das diese Saison ein bisschen besser klappt. Ja, letzte Saison sind wir ganz knapp am Aufstieg vorbeigerüttelt. So, da haben wir auch schon Gegner gefunden. Ja, wir spielen mit unseren Deutschland-Trikots und dann schauen wir mal, was der so aufstellt. Dortmund, VfB, keine volle Chemie, 61, viele Bronzespieler, uiui. Dass man sowas trifft in Liga 4, das ist ja interessant. Schauen wir mal, ob wir den da bezwungen kriegen in dieser Partie. Ich hoffe es einfach mal. Ja, auf geht's. Die Verbindung zum Gegner wurde unterbrochen. So, da haben wir einen Gegner gefunden. Ich nehme mal meine schwarzen Bayern-Trikots heute mal. Das passt besser zu seiner Farbe da irgendwie als die weißen. Finde ich zumindestens. Und dann wollen wir mal gucken. Was hat er denn da so? Den guten Mkhitaryan hat er im Sturm aufgestellt. Dann Lewandowski daneben. Schönes Bundesliga-Team an sich. Benatia und Hummels in der Endverteidigung. Weidenfeller, Alaba. Ja, Schürrle ist dabei. Blaschikowski. Ich denke, ja, das Team sieht ganz ordentlich aus, ganz solide. Wollen wir mal gucken, ob wir das bezwungen kriegen. Was haben wir hier? Old Trafford, da spielen wir heute. Wollen wir mal gucken, was heute so geht. Lange kein Ultimate Team gespielt, ja. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, falls ihr meine BVB-Karriere verfolgt. Ja, mein Rechner war leider kaputt, musste ich so ein bisschen, beziehungsweise habe ich reparieren lassen. Und konnte dementsprechend dann nicht wirklich spielen. Ja, jetzt haben wir den Abschluss mal gesucht. Hummels ist dazwischen. Schweinsteiger kann ihn erstmal abfangen. Und ja, wie gesagt, jetzt ist er wieder heile, jetzt kann ich wieder zocken. Heißt allerdings, ich habe irgendwie 2 Wochen oder so kein Ultimate Team gespielt. FIFA habe ich schon gespielt, ja, Karriere einfach aufgenommen. Ist aber natürlich immer was anderes, ob man gegen menschliche Gegner oder gegen die KI spielt. Das wisst ihr ja. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den da jetzt aufgehalten kriegen. Den guten Schürrle einfach dazwischen gestellt mit Schweinsteiger. Ja, Piszczek muss da mal. Hummels. Ich den rausgeköpft. Gut gemacht. Jetzt Lewandowski zieht ab und Neuer hat ihn. Das war eine knappe Geschichte gerade. Bringt die Flanke. Gefahr gebannt. Und dann der Fernschuss von Blaschikowski war es, glaube ich. Ja. Ah, knapp drüber. Aber Neuer musste nicht eingreifen. Ich bringe ihn mal weit raus. Ah, der kommt leider nicht an. Ah, spielt jetzt über die Flügel. Vorteil angezeigt. Lewandowski, Gündogan. Hohe Lupfer auf Mkhitaryan. Mkhitaryan versucht quer zu legen, aber das ist erstmal nichts. Ach, was mache ich denn? Jetzt mal De Bruyne. Schickt Müller. Ah, der ist zu weit. Zu ungenau noch. Schürrle jetzt über die Flügel. Haben wir aber fast dran. Komm, Lahm, flitzt hinterher. Oh ja, gute Gelegenheit. Gegner kommt gut ins Spiel. Müssen wir mal gucken. Außen steht der gute Piszczek. Na, er läuft gut die Leute zu. Wir versuchen erstmal das Spiel ein bisschen zu behaupten. Haben wir. Jetzt auf Müller. Komm, 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 komm. Haben wir. De Bruyne. Zieh mal ab. Der hat einen guten Schuss. Und Reus. Oh, Pfosten. Was denn los? Ja, gute Gelegenheit jetzt hier die erste von uns. Will ich mal so sagen. Reus mit dem Ballgewinn. Kommt nochmal dazwischen.
können wir gut stören. Das ist gut. Vielleicht verunsichert das den Gegner ein bisschen. Vielleicht macht sie ihn aber auch nur stärker. Mal gucken. Den haben wir, Robben. Schickt Müller. Ja, Müller versucht mal einzuziehen, aber Alaba steht da goldrichtig. Boateng auf die Flügel, jetzt über Schürrle. Da geht relativ viel auf der Seite. Und den haben wir abgelaufen. Ah, Gefahr noch nicht gebannt. Jetzt ist er gebannt. Abstoß gibt's. Ich mache ihn weit. Der Kasper da so ein bisschen mit seinem Verteidiger rum. Da will ich kein Risiko eingehen. Reus vielleicht mal die Schussposition suchen. Jawohl. Bisschen zu unplatziert. Gucken, ich weiß nicht genau, wie er es macht. Ich glaube, er hat es immer hoch gemacht, oder? Ja. Haben wir Piszczek. Gut gemacht. Oh, Hummels, was ist los? Jetzt dann mal nach vorne. De Bruyne. Oben ist Robben. Ah, Robben geht. Legt ihn quer auf Müller. Und Müller verzieht. Beziehungsweise Piszczek hat, glaube ich, abgefälscht. Gibt Ecke. Schweinsteiger. Eigentlich hatte ich das umgestellt. Eigentlich sollte De Bruyne die, glaube ich, machen. Ah, probieren wir mal mit Hummels da. Das war erstmal nichts. Okay, jetzt die Kontermöglichkeit hier von Lewandowski. Schauen, dass wir da dranbleiben. Boateng geht hinterher. Ah, können wir klären. Warum nicht der Kopfballstärkste? Gibt Einwurf. Schürrle würde ihn ausführen. Ah, waren wir fast dran. Schade. Den haben wir doch, oder? Genau, die Bräune jetzt. Auf Lahm. Oben läuft Robben. Bringt mir allerdings gerade nicht so viel, da er gedeckt ist. Ah, schlechter Ball. Kommen wir nochmal ran? Nee. Okay, jetzt hinten dicht machen. Ja, kommt jetzt über die Flügel. Blaschikowski, Alaba ist dazwischen. Ah, Fehlpass. Was war das denn für ein Ball? Wie eigentlich weiter stecken. Jetzt über Robben. Was geht hier? Vielleicht ein Fernschuss? Ah, ne, Boateng ist dazwischen. Ah, schwer hier irgendwie zum Abschluss zu kommen gerade. Ist auch gleich Halbzeit. So, auf die Flügel ausweichen. Haben wir. Alaba, gut geklärt. Gibt Einwurf. Ah, okay, die wechseln sich dann nochmal ab. Den haben wir doch, oder? Ah, Ecke, Mist. Das war nicht ganz optimal. Ah, Hummels gut geklärt. Jetzt ist Müller frei. Gucken, ob jemand mitkommt. Ansonsten müssen wir es alleine probieren. Ah, da rückt wer nach. Unten Reus. Ah, den verlieren wir leider. Schade. Schade, schade. Hat ein bisschen zu lange gedauert, bis sie da mitgekommen sind. Ah, und da ist der Halbzeitpfiff. Tja, enge Partie, würde ich sagen. Sieht, müsste relativ ausgeglichen aussehen. Genauso ist es. Wir haben ein paar mehr Chancen rausgespielt, aber tja, uns fehlt noch die Effizienz vom Tor. Mal gucken, ob wir das in der zweiten Halbzeit ein bisschen gedreht bekommen. Oh ja, schöner Pass auf Mkhitaryan. Glück gehabt, dass der nicht reinging. Ja, komm schon, setz dich da durch. Gib Freistoß.
Gut. Oh Gott. Ja, so darfst du den Ball nicht spielen. Aber naja, was willst du machen? Und jetzt macht er ihn auch, ne? Ja, wurde auch Zeit, will ich mal so sagen. Das muss ich mir... Tja, das habe ich selbst versaut mit dem Freistoß da. Da hätte ich ein bisschen präziser abspielen müssen einfach. Da war er einfach... Da konnte er dann einfach durchlaufen. Müssen wir mal gucken, ob wir das nochmal gedreht kriegen. Jetzt Robben vielleicht mal. Robben den Abschluss. Ah, schade. Ist noch heiß. Müller. Oh, gute Gelegenheit. Jetzt auch mal ein Offensiver. Mal gucken, ob es was bringt. Ach Mist, abseits. Schade. Ah, flitzt er wieder einfach durch. Ja, haben wir. Gut gemacht. Ah, den hat er geahnt. Den hat er geahnt. Ah, ich werde ein bisschen nachlässig, was die Passpräzision gerade angeht. Muss da ein bisschen. Ich spiele ihm da ganz gut in die Karten gerade. Das muss ich ein bisschen unterlassen. Jetzt schöner Ball auf Müller. Kommt aber wahrscheinlich nicht ganz an. Nee, schade. Reus. Ja, gut weitergelegt. De Bruyne. Müller. Kann er sich durchsetzen gegen Hummels? Jawohl. 1:1 jetzt hier Ausgleich. Das war schwierig. Muss man mal so sagen. Ich weiß gar nicht, welcher Treffer das jetzt ist von Müller. 56, 57 glaube ich. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich habe meinen Spicker hier nicht neben mir liegen. Habe ich vergessen einzulegen. Aber war auf jeden Fall ja, ein ganz ansehnlicher Treffer. Beziehungsweise... Bisschen durchgestochert hier. Wie gesagt, da Hummels hätte auch gut den Zweikampf gewinnen können. Haben ein bisschen Glück gehabt, dass wir uns da mit Müller durchsetzen können. Dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht jetzt noch... Das gibt mir auf jeden Fall ein bisschen Aufwind. Ach, der Ball war wieder miserabel gespielt. Ja, gut gemacht von Boateng. Schön lange gewartet und dann im richtigen Moment das Tackling angesetzt. Wieder so ein komischer Ball irgendwie. Jetzt mal auf Reus. Kommt er an. Schließt ab. Und jawohl. 2:1 jetzt hier. Der Führungstreffer. Marco Reus. Mit seinem Tor. Da haben wir doch das Spiel jetzt mal richtig schön schnell gemacht. Und ja, den Abschluss gesucht hier. Schöner Ball auf Reus. Hat er auch Glück gehabt, dass er den kontrollieren konnte. Und dann eiskalt abgeschlossen. Großartig. 67. Minute. Da ist noch ein bisschen was Zeit, ne? Noch ein bisschen was zu spielen hier auf jeden Fall. Und der Gegner ist gefährlich. Müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass er da vielleicht noch eine Bude macht. Oh Gott. Ja, das, was ich hinten rausspiele, das ist nicht so berauschend gerade. Bisschen zu weit zurück. Ah, jetzt mal Müller. Auf De Bruyne, war am Abseits. Schade. Sonst hätten wir unten, glaube ich, ganz gute Lücke gehabt. Ah, den habe ich geahnt, aber ich stand nicht ganz richtig. Ganz optimaler Stellungsspiel. Freistoß. Ah, macht das schnell. Nee. Da lässt er sich Zeit. Macht ihn kurz. Können wir gleich stören. Ah, versucht die Flanke mit Piszczek. Ah, wir haben hinten Hummels drin. Das wird nix. Ah, auch das wird nix. Das war schlecht. Beziehungsweise, das war ganz okay.
Ah, ach, schade. Hummels gut abgefangen, den Ball. Hat er gut geahnt. Schöller über die Flügel. Abgefangen mit Piszczek. Und jetzt geht's nach vorne. Jetzt mal schnell das Spiel machen. Ja, müsste wieder abseits sein, glaube ich. Ach, das war nicht so gut. Abgefangen von Schweinsteiger. Nochmal zurück. Unten ist Müller. Abgelegt auf De Bruyne. Nee, wird nix. So, jetzt auf die Flügel. Ah, den hält er im Spiel. Robben. Ja, Robben ist schneller als Gündogan. Schlechter Ball. Der war nicht so ganz optimal. Ah, Alaba muss nach hinten jetzt. Schikowski zieht nach innen. Oh ja, das war gefährlich. Da war er frei zum Kopfball. Jetzt der Fernschuss nochmal. Den haben wir abgefangen. Okay, das müsste unser Einwurf sein. Ja. Schöner Ball auf Reus. Abgeschlossen. Schade. Schade, schade. War er noch dran? Ja, gibt Ecke. Lauf zum kurzen Pfosten. Okay, Hummels rückt sehr weit raus. Gefällt mir nicht so gut. Oh, De Bruyne. Kriegt den Ball da genau auf den Fuß. Schade. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Lahm läuft zurück. Boateng hat ihn. Gut abgefangen und dann der Fehlpass gleich hinterher. Reis ist noch gefährlich. Wieder schöner Ball auf Reus. Abgeschlossen. Oh Gott, was war das denn? Das war ein Schuss, ey. Wo ging der denn hin? Oh, ja, komm, komm, komm. Jetzt nach. So, 2-1. Die Partie haben wir gewonnen. Großartig. Schönes Spiel an sich. Hat Spaß gemacht. Tja, der erste Treffer war ein bisschen unnötig, da durch den verpatzten Freistoß da von mir. Nun gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ein Tor durch Müller, ein Tor durch Marco Reus. Das heißt, wir müssten jetzt bei 57 Treffern, glaube ich, sein. Wir können da gleich mal reingucken. Ja, Müller auf jeden Fall auch ein gutes Spiel gemacht. De Bruyne ein gutes Spiel gemacht. Wer war denn hier nicht so ordentlich? Eigentlich waren alle ganz okay, ne? Bis auf Piszczek vielleicht mit einer 6-2, aber ja, gut, vielleicht auch nicht ganz so viele Kontakte gehabt. Abgegebene Dribblings 5-7. Ja gut. Wie gesagt, denke ich, ganz ordentliche Partie. Kriegen hier noch ein paar Münzen. Habe auch Münzenboost, glaube ich, aktuell gerade drin. Genau so ist es. Und ja, von den Chancen her geht das Ergebnis auf jeden Fall klar. Der Gegner war nicht schlecht, hat auf jeden Fall auch 5 Chancen rausgespielt, eine reingemacht. Wir haben 8 rausgespielt, 2 reingemacht und ja, das ist dann halt der kleine, aber feine Unterschied am Ende. Wie gesagt, ich denke, das geht in Ordnung. 2 Spiele gewonnen, 6 Punkte haben wir schon auf der Uhr. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, beziehungsweise wir machen hier noch das eine Päckchen auf. Mein wöchentliches Pack, was ich jede Woche kriege. Da gucken wir mal rein, schauen mal, was da so drin ist. Ich weiß gar nicht, ob Team of the Season noch ist aktuell, beziehungsweise ob man die noch ziehen kann, bin ich mir gar nicht so sicher. Bin da momentan nicht so auf den Laufenden, muss ich ja ehrlich mal gestehen. Und hier ist auf jeden Fall erstmal nur Müll drin. Beziehungsweise hier hinten haben wir noch einen kleinen Ball doppelt. Gut, das war's dann von der Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.